Wir sind in Riga in einem wunderbaren Theater bei der Mitgliederversammlung des Spieshecker Profiklubs. Bei mir ist Uli Zurger und Detlef Hartleib. Uli Zurger, ihr wurdet, Detlef, in den Vorstand des Profiklubs gewählt. Die erste Frage stellt sich natürlich, was macht eigentlich ein Profiklubvorstand und was macht der Profiklub eigentlich? Ja gut, wir treffen uns regelmäßig, mehr oder weniger regelmäßig, in der schönen Stadt Köln, haben Themen auf der Agenda, die für unsere Branche sehr wichtig sind, und wir machen uns gemeinsam Gedanken, wo geht's hin, was können wir unterstützen, wie können wir unsere Kollegen unterstützen, und ist einfach wichtig, die Zukunft im Auge zu behalten. Die Mitgliederversammlung hier ist gelaufen. Detlef, hinter uns haben wir noch so ein bisschen Bühnenabbau. Das Theater ist sehr beeindruckend hier. Beeindruckend ist ja auch die Leistung des Profiklubs. Seit fast 30 Jahren gibt es den Profiklub. Was tut ihr genau? Du bist ja schon sehr, sehr lange dabei. Wie lange genau? Ich bin ca. 20 Jahre im Vorstand vom Profiklub. Mitglied sind wir seit knapp 27 Jahren im Profiklub. Was treibt dich so an, immer wieder im Profiklub dich zu engagieren? Ja, es ist halt eine Verbindung zwischen der Praxis und unseren Lacklieferanten, wo wir Themen aufarbeiten, die der Markt bewegt, sei es in der Vergangenheit Elemente wie zusätzliches Geschäft in Firmen holen durch Industrie, Lackierung oder auch das Thema Gewinnung von Fachkräften, weil das ja eins der größten Herausforderungen der letzten Zeiten waren, haben wir dann diese Ausbildungsinitiative ins Leben gerufen. Solche Themen sind halt regelmäßig Bestandteil von Sitzungen, wie halt auch das ganze Thema Steuerung durch Flotten und Versicherungen oder Digitalisierung. Ja, könnte man, glaube ich, noch eine Vielzahl aufzählen. Also alles, was die Betriebe mehr oder weniger bewegt, ist ja auch hier in Riga diskutiert worden. Spieshecker hat ein bisschen das Thema Digitalisierung in der Werkstatt vorgestellt, gerade beim Thema Farbtonmischung. Ja, sicherlich ein Zukunftsweg. Zum Schluss vielleicht eure Einschätzung. Wie findet ihr Riga, Uli? Wunderschön, hätte ich mir nie gedacht. Es ist eine wunderschöne Stadt hier. Wie sieht es bei dir aus? Ja, das kann ich nur zustimmen. Wo ich total beeindruckt bin, ist von der Sauberkeit und von der wirklich wunderschönen, auch vielseitigen Architektur. Also alte, sehr schön restaurierte Gebäude. Man braucht nur dieses Theater oder Kino anzuschauen. Das ist schon also sehr beeindruckend. Ne? Ja, finde ich auch. Damit gehen wir zurück nach Deutschland. Wir sind noch ein paar Tage hier. Und euch erstmal vielen herzlichen Dank für die Auskunft und weiterhin viel Erfolg und Spaß in Riga.